So, herzlich willkommen hier bei Money for Future und ich bin ja viel im Auto unterwegs, jetzt heute mal nicht, aber ich wollte euch ein Hörbuch ans Herz legen, was unglaublich lustig ist, beziehungsweise ein Buch ans Herz legen und darüber ein bisschen auch erzählen. Auch Vorsicht, Spoiler, es ist aber sehr lustig und glaube ich, jeder, der es hört oder liest, wird sich totlachen und es geht um das Buch Quality Land und darüber wollte ich heute etwas sprechen. Viel Spaß bei dem Video. Das Buch Quality Land wurde geschrieben von Marc-Uwe Kling und der hat auch schon die Känguru-Chroniken geschrieben, mit denen ich persönlich leider nicht ganz so viel anfangen konnte und wo ich öfter mal angefangen habe, das Buch zu lesen. Ich habe die halt auch alle geschenkt bekommen irgendwie und es war für mich aber so gewollt komisch und da konnte ich nicht so richtig viel mit anfangen. Aber es ist halt manchmal so. Und bei Quality Land war ich dann halt auch skeptisch, wurde mir von zwei Leuten empfohlen. Und dann habe ich das auch nicht, weil ich dachte, na, wenn der das selber liest und so, kann ich nicht so viel mit anfangen. Bei Känguru-Chroniken konnte ich damit halt auch nicht so viel anfangen. Und dann habe ich es aber gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich total geflasht. Ich habe Tränen gelacht im Auto und was auch das eine oder andere Mal zu Irritationen geführt hat bei anderen Verkehrsteilnehmern, die mich halt lachen sehen haben, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten, wenn man da so an der Ampel steht und einfach Tränen lacht und nicht mehr nach vorne und hinten kann und auf sein Lenkrad schlägt, dann ist das doch für den einen oder anderen etwas verwunderlich. Und worum geht es in diesem Buch? Also in dem ganzen Buch geht es um die Zukunft und wie sich unsere digitale Gesellschaft verändern wird. Ja? Und er macht auch grotesk klar, was eigentlich jetzt gerade in den Anfangsstadien zu sehen ist hier bei uns in der Gesellschaft. Ne? Also, dass es nicht mehr um Inhalte geht, sondern einfach nur um Klicks geht. Ja? Wie viele Leute gucken sich die Nachricht an, auch wenn sie gar nicht stimmt. So. Auch Social Media, dass es halt extrem krasse Monopole gibt bei dem ganzen Datensammeln, dass diese ganze Industrie im Grunde nicht umsonst ist. Ja, Google und so, alle diese Dienste sind ja umsonst, aber im Grunde ist es nicht umsonst, weil natürlich diese Daten gesammelt werden und mit diesen Daten kann man Profile erstellen und umso besser das Profil, desto besser kann man im Grunde den Konsumenten Produkte anbieten. So, ganz einfach, ne? Und am Ende ist es so, je mehr Digitalisierung, desto mehr Monopole und das ist so eine Kernbotschaft, wie er hier geht. Und ich sage euch gleich auch noch über die Geschichte ein bisschen was. Aber wer jetzt nicht gespoilert werden will, der muss dann halt wegmachen. Also ganz am Anfang wollte ich jetzt nur mal darüber sprechen, was in dem Buch so alles so besprochen wird. Und es geht im Grunde darum, dass es dann am Ende nur noch eine Suchmaschine gibt, ja, die alles bestimmt. Ja? Im Moment ist es hier in Deutschland, Europa, USA ist es halt auch Google. Ja? In China haben wir vielleicht noch was anderes und in Russland. Aber Google ist so 90, 95% Marktanteil. So, es gibt halt nur The winner takes it all. Dieses Prinzip zieht sich halt komplett überall durch. Ne? Das ist genau das gleiche mit Amazon. Dann hat er hier bei Quality Land gibt es dann The Shop. Ja? Oder es gibt dann nur noch eine Dating-Plattform, ja? Die dann alle Datings macht, weil man braucht nicht das Zweitbeste. Ja? Man braucht immer nur das Beste. Und alles andere dahinter ist dann sozusagen fast unsichtbar. Genauso wie bei Google. Die ersten drei Plätze, die wertvollsten sind und eigentlich schon der Platz 6, Platz 7 kriegt schon fast gar nichts mehr ab und die zweite Seite sowieso nicht mehr. Ne? Und das ist halt ein richtig krasses Thema und natürlich auch die Digitalisierung, dass ganz viele Menschen einfach ihre Jobs verlieren. Ja? Die ganzen Taxifahrer, die ganzen Busfahrer, die ganzen LKW-Fahrer, alle Leute, die irgendwo in der Produktion sind, alle werden ihre Jobs verlieren und da geht er so ein bisschen auch drauf ein und macht das aber mit einem bissigen also mit einem Sarkasmus und einem Biss geht er daran, dass es wirklich herzallerliebst ist und man sich eigentlich wirklich, ja, im Grunde fast totlacht. Ja? Also ich hatte wirklich Bauchkrämpfe manchmal, wenn ich dann abends ins Hotel kam, tat mir der Bauch weh, weil ich so gelacht hatte, weil ich gerade 2 Stunden mir dieses Hörbuch angehört hatte. So. Jetzt haben wir das alles mal besprochen und worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Buch? Na, in dem Buch geht es darum, dass dort ein Hauptdarsteller ist, der Hauptdarsteller, also das Land heißt Quality Land, da lebt der Hauptdarsteller drin. Quality Land hatte eine riesige Wirtschaftskrise und Quality Land wurde dann umbenannt in Quality Land, weil natürlich der Name sich dann besser auf den Produkten macht, weil jeder natürlich aus Quality Land ein Produkt haben will, weil dann steht dieser Name schon für Qualität. Und auch die Produktivität sollte erhöht werden und auch die Namen von den Bewohnern von Quality Land mussten optimiert werden, weil Müller ja keinem hinterm Ofen vorlockt, sondern dann wurde beschlossen,
dass die Nachnamen zu sein haben, die der Vater oder die Mutter für den, für die Tochter, die Mutter oder der Vater für den Sohn, dass die zum Zeugen, zum Zeitpunkt ihrer Zeugung ausgeführten Berufe als Nachname dann fungieren müssen. So. Es darf auch nicht repariert werden, damit der Konsum nicht leidet. Ja, also es wird alles weggeschmissen und nichts recycelt. Also es ist wirklich extrem übertrieben. Und der Hauptdarsteller heißt Peter Arbeitsloser, weil natürlich der Vater zu seinem Zeugungszeitpunkt arbeitslos war. Und dieser Peter Arbeitsloser bekommt eines Tages einen, und jetzt geht das Spoilern los, also bitte wegschalten, wenn ihr das nicht hören wolltet. Dieser Peter Arbeitsloser hat natürlich einen Beruf, er hat, ist Maschinenverschrotter und hat aber über seine Zeit, die er Maschinen verschrottet, die gehen dann in seinen Besitz über, wenn sie in der Schrottpresse sind, hat die dann nicht verschrottet und hat über die Zeit eine ganze lustige Truppe angesammelt von Robotern, sage ich jetzt mal, die halt eigentlich defekt sind. Und das ist auch das Witzige an Quality Land, dass es ganz viele Algorithmen gibt, die eigentlich nicht richtig funktionieren, aber aufgrund der Nicht-Reparieren-Dürfens kann man diese Algorithmen und die Roboter nicht reparieren. Und das heißt, sie versuchen alle zu vertuschen, dass sie nicht richtig funktionieren und wollen natürlich nicht verschrottet werden. Und er nimmt dann in seiner Verschrottungsmaschine immer mal wieder Roboter auf und zerstört sie aber nicht, sondern packt sie dann einfach in seinen Keller. Und das führt dazu, dass er dann eine Sammlung von Robotern hat mit einer Flugdrohne, mit Höhenangst, einem Kampfroboter mit posttraumatischen Belastungsstörungen, einer E-Poetin oder eines Schreibroboters mit Schreibblockade oder halt einem Sexdroiden mit Erektionsstörungen. Das ist alles, das sind halt alles so seine Roboter, die er so angesammelt hat und noch viele mehr. Auch ein Juristenroboter, der sich mit Paragraphen auskennt, der aus Versehen ein Gewissen entwickelt hat und deshalb nicht mehr arbeiten konnte. Also und diese illustre Runde, die unterstützt ihn dann natürlich bei seinen Abenteuern, wenn er versucht, dort ein Produkt zu rückzugeben, was er eigentlich nicht bekommen wollte. Und das ist nämlich so, dass er einen rosanen Delfin-Vibrator zugeschickt bekommt, wo er sich sicher ist, dass er den nicht haben will. Aber das System, also die Algorithmen, haben beschlossen, dass er diesen Delfin-Vibrator haben möchte. Und er möchte den dann zurückgeben. Und das geht nicht, es funktioniert nicht. Und da tritt er, obwohl er eigentlich so ein ganz passiver Typ ist, in der Öffentlichkeit auf und wird halt unglaublich gehypt. Ja, und plötzlich gibt es eine Art Widerstand gegen dieses System, wo eigentlich alles vorprogrammiert ist. Ja, jeder Mensch hat ein Level, in dem er lebt. Und wenn man halt sich gut verhält, dann geht man ein Level höher. Und wenn man sich schlecht verhält, dann geht man ein Level runter. Wenn aber die Eltern schon Level 90 sind, dann hat man natürlich bei seiner Geburt auch schon Level 40. Ja, und Peter Arbeitsloser hat das Level 10. Ja, das ist ganz eine Stufe höher als nutzlos, ja, und er sackt dann halt, weil seine Freundin mit ihm Schluss macht, sackt er auf Level 9 ab und ist dann ein Nutzloser, ja, da so werden die genannt, die unter Level 10 fallen, das sind die eigentlich, die gar nichts mehr können und mit denen man eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Und er geht dann los und versucht, diesen Vibrator zurückzugeben und es klappt natürlich nicht, ne? Die Algorithmen sagen, nein, das ist alles richtig so, wie es ist und man kann das System nicht in Frage stellen, weil sonst müssten wir, wenn wir Fehler machen, haben wir ja ganz viele Fehler gemacht und dann müssten wir die ganzen Produkte zurücknehmen und das wäre ja ganz schlimm. So geht das dann halt immer weiter und es ist ein sehr witzig geschriebenes Buch. Natürlich gibt es auch noch andere Charaktere, die dann immer in diesem Buch dann wieder vorkommen, die ihn auch da unterstützen und er versucht, dieses Ding wieder zurückzubringen und es ist einfach sehr perfide auf die Spitze getrieben, was wir heute schon sehen. Und das macht es unglaublich sympathisch, weil wir halt diese ganzen Wörter jetzt schon haben und auch diese ganze Entwicklung jetzt schon haben, dass wir alle noch auf unser Smartphone gucken beziehungsweise digitale Assistenten irgendwann haben, die wir jetzt im Moment schon gerade mit Google und Alexa und so gerade in unseren Alltag Einzug halten. Und dieses Buch schafft es wirklich, sich unglaublich humorvoll mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist auf der anderen Seite auch manchmal so ein bisschen beängstigend, weil man sich selber dabei erwischt, wie man selber ja auch schon so ist. Ja, ich merke das ja hier mit YouTube, dass man halt natürlich guckt, wie nennt man sein Video, damit halt viele Leute Interesse daran haben, damit es vielleicht mehr Klicks bekommt und so. Und dass es dann am Ende nur noch darauf rausläuft,
wie man sozusagen in der Öffentlichkeit darstellt und diese Nutzlosen dann im Grunde von der Gesellschaft gemieden werden und die Gesellschaft aber an sich komplett erodiert, das ist halt schon richtig cool. Und wie er dann am Ende das auch schafft oder wie es dann am Ende so eine Lösung geben kann, dass das alles sich wieder zum Besseren kehrt, das ist halt wirklich richtig gut gemacht und auch richtig gut geschrieben. Und man muss sagen, hier unser Marc-Uwe Kling, der hat hier einfach auch, glaube ich, sein ganzes Herz so reingesteckt, was er so in den letzten Jahren erlebt hat, und dass ihm das nicht alles so wirklich, ja, dass er nicht alles so super findet, was da so in den letzten Jahren sich so entwickelt hat und wie es jetzt gerade sich auch entwickelt, weil wir einfach keine guten Regeln haben für diese Digitalisierung und die Politiker im Moment damit einfach hoffnungslos überfordert sind, hat man das Gefühl, oder viele. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Aber der Hauptpunkt ist, das Buch ist einfach witzig. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, und euch mal, dass ihr euch das mal zu Gemüte führt. Und könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Buch findet oder fandet. Auch das Hörbuch ist halt witzig, weil er das selber halt vorliest und dann auch den ganzen Charakteren so eine eigene Stimme gibt. Und es ist einfach, ja, einfach eine lustige Geschichte. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch das auch mal anhört, beziehungsweise wenn euch das Video hier interessiert hat und für euch interessant war, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Freut mich auch, wenn ihr mal meinen Kanal abonnieren würdet. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.